Ein merkwürdiges Haus. Kein Mensch zu sehen. Ich bin neugierig, was Lisa zu meiner Anwesenheit sagen wird. Seit 3 Tagen bin ich in China und will dem Prinzen meine Antrittsvisite machen. Und immer heißt es Staatsgeschäfte. Bitte, bitte, bitte warten. Das interessiert mich nicht. Also bitte, bitte, bitte marsch. Also bitte, bitte, bitte Ruhe. Also bitte, bitte rühren Sie mich nicht an. Ich bin Obereunuch seiner Hoheit. Obereunuch? Sehr interessant. Sagen Sie, wie lange sind Sie schon? Ich meine, seit wann betreiben Sie schon Ihr Amt? Seit 30 Jahren. Sehr peinlich. Man gewöhnt sich daran. Ich stamme nämlich aus einem alten Eunuchengeschlecht. Schon mein Papa war ein alter Eunuch. Und mein Großpapa war ein noch älterer Eunuch. Ja, da kann man nichts machen. Wenn man was machen könnte, hätte ich schon längst was gemacht. Sie können also in den Frauengemächern so ein- und ausgehen. Ich? Schon. Sagen Sie, könnte man da nicht mit Ihnen so ein bisschen aus- und einspazieren? Unmöglich! Unmöglich? Also bitte, bitte, bitte. Unmöglich! Heutzutage ist gar nicht unmöglich. Also was kostet es, wenn Sie mich einschmuggeln? Was? Sie wollen mich bestechen! Mich! Eine Vertrauensperson! Also bitte, 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 bitte! Also gut, probieren Sie es! Ich muss sagen, es wäre Ihnen beinahe gelungen, aber bitte, 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 probieren Sie es noch einmal! Ihnen gelingt fast alles! Sie übertreiben! Soviel ich weiß, hat doch der Prinz nur eine Frau. Eine Weiße aus Europa. Wozu also einen Eunuchen? Also bitte, 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 Obereunuch! Obereunuch! Hoheit hat mich mit dem ganzen Inventar übernommen. Bis jetzt war ich überflüssig. Aber von nun an trete ich wieder in Amt und Würden. Denn heute beziehen 4 neue Herrinnen das Frauenpalais. Wie bitte? Ja, ja, ja. Hoheit heiratet. Gleich 4 auf einmal. Selbstverständlich. Und was sagt die weiße Prinzessin dazu? Die weiß ja nichts davon. Die weiß nichts davon?